Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin Rotmec und wir spielen heute Contrast. Ja, Contrast ist ein Jump'n'Run-artiges Rätselspiel. Es ist ein, ich würde mal sagen, Kunstspiel. Es hat wirklich sehr viel mit Kunst zu tun. Man hört es auch schon an der Musik im Hintergrund. Es ist nicht ein actiongeladenes Spiel, sondern wirklich ein ruhiges, aber auch sehr schönes Spiel. Ich habe es bereits vor einer Zeit lang durchgespielt, habe es jetzt wieder installiert und mir gesagt, komm, das schöne Spiel, da machst du jetzt mal wieder ein Let's Play draus. Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich, damit ihr auch das Spiel genießen dürft. Viel Spaß mit Contrast. So, ja, und da sind wir auch schon im Zimmerchen. Wir sind diese flotte Biene. Wir sind Make-up aufgetragen, Kommi, paar Zirkusklamotten angezogen und das passt schon. So, jetzt können wir nochmal laufen und wir können alles, was leuchtet, können wir anfassen. Zum Interagieren X drücken. Also wir beginnen mal in der Ecke da drüben. Wieso laufe ich nur? Kann ich nicht rennen? Ich kann nicht rennen, okay. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? I don't think she can. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Ja, ein artiges Mädchen, diese Didi. Bevor wir aber jetzt ihr hinterher rennen, wollen wir uns ja noch ein bisschen umsehen. Was haben wir denn da? Mama, ich, Papa, Dawn. Ja, Dawn, das sind dann wahrscheinlich wir. Ihr seht, sie zeichnet uns als Schatten. Wir sehen aber Mama auch nur als Schatten. Also, da scheinen Welten aufeinander zu prallen. Dazu aber später mehr. Es ist nichts mehr im Zimmer und wir können die hinterher hüpfen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für den Anfang wieder. Ich habe es letztes Mal mit Maus und Tastatur gespielt und jetzt spiele ich es mit dem Pad. Somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart. And I could jump down. I'll play here. So you can go over there and be a shadow person. So, und wir haben eine neue Fähigkeit erlernt bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Ja, wir können in die Schatten springen. Husch. Und das finde ich wirklich schön gemacht. Das sieht wunderschön aus. So, kommen wir wieder raus. Und wir gehen runter. Ja, ja, ja. Wir tun das da mal hin, ne? I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long?
I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. Kleine Soziopathin. Geht alles nur um sie hier. Na, ist ja klar. Ein kleines Mädchen, Geburtstag. Das ist jedes Jahr das Schönste im Jahr. Mit Weihnachten zusammen. Geschenke. So, wo kann man da hin? Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow. Couldn't you? Ja, und solche Rätsel werden wir des Öfteren haben. Wir müssen Sachen bewegen und dann am Schatten entlang irgendwo hingelangen. So. Ich hoffe, ich weiß das meiste noch. Ui. Come on, we're gonna be weil... Late for the show. Ja, ja, ich komme her. Weil es gibt doch wirklich viele... So, ich muss da wieder neu einsteigen. So, voilà. Es gibt wirklich viele Rätsel, die auch länger dauern können. See you at the ghost now. Aber eventuell erinnere ich mich an das eine oder andere und dann haben wir nicht so lange an dieser Stelle. Das ist doch schwer zu hoffen. So. Eine von 10 Leuchtkugeln eingesammelt. Diese Leuchtkugeln brauchen wir dann auch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich alle finden werde. Wir werden das aber ziemlich schnell mal ausfindig machen. Wenn ich hier auf Start drücke, sehen wir unten Leuchtkugeln 1 übrig in diesem Level noch 9. Wir sind im Akt 1. Trifft dich mit Didi beim Ghost Note. Ja, das hatten wir schon gehabt, dass wir wechseln können. Da ist zum Beispiel jetzt so eine Möglichkeit. Rein da. Und wir schauen mal, wo es uns hier hintreibt. Kommen wir da hin. So. Also wie gesagt, ich finde das Spiel wirklich optisch wunderschön. Ist wirklich ein kleines Kunstprojekt. So, die zweite Kugel. Zweite Kugel eingesammelt. Und auch runter. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Haben wir noch ein Plakat. Schauen wir uns das an. Kate Knight, Premiere im Ghost Note. Das ist unsere Mutti. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil wir wollen ja das... den Auftritt von Mutti sehen. So. Wo ist denn die Kleine hin? Didi? Da gibt's doch was. St. Clair Daily Post. Ui, also das, ja. 4. Januar. Ich lese trotzdem mal vor. Das mutmaßliche Mafia-Mitglied Carmen Bruni hat heute Morgen den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Geschworenen befanden Bruni nicht schuldig. Am vergangenen 7. April bei der blutigen Schießerei in der Taverne Wolf and Lamb den Barkeeper sowie 3 weitere Personen getötet zu haben. Bruni behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben, als der Barkeeper Robert Antos ihn angriff. Mr. Antos wurde von 18 Kugeln getroffen. Die Polizei gab zu Protokoll, dass die Kugeln aus 2 verschiedenen Waffen stammen. Der laut Anklage eindeutige Fall nahm eine dramatische Wendung, als Ingmar Olufsson, der wichtigste Augenzeuge, auf unerklärliche Weise verschwand. 2 weitere Zeugen der Anklage, die behaupteten, Bruni zusammen mit seinen Kollegen Salvatore De Bentetto oder so kurze Zeit vor der Schießerei ins Wolf Lamp gehen zu sehen. Widerriefen ihre Aussage im Zeugenstand. So. Wir sind erfreut, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, sagt Brunis Anwalt. Jonathan Parker. Mr. Bruni wurde lange genug von einem wild gewordenen Staatsanwalt und einer korrupten Polizei belästigt. Dies ist bereits das 3. Strafverfahren und der 2. Mordprozess, bei dem Mr. Bruni freigesprochen wurde. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Mr. Bruni ein wichtiges Mitglied des kriminellen Vasari-Clans ist. Mr. Brunis Anwalt hingegen behauptet, dass sein Mandant im Blumengewerbe tätig ist. Okay.
Da ein kleines Bild des Italieners, wahrscheinlich, ne? Bruni. Die Namen habe ich vielleicht falsch vorgelesen, aber ich sitze auch ein bisschen weiter weg vom Bildschirm wegen des Mikrofons. Von daher soll mir das doch verziehen sein. Didi? They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? You're so good. You should be in the circus. Too bad nobody can see you. Come on, let's go in. Ja, also in ihrer Welt sind wir wahrscheinlich wirklich nur als Schatten unterwegs. Aber wieso sie uns sehen kann, oder sind wir einfach eine imaginäre Freundin, das könnte natürlich auch sein. Wollt ihr ein paar Lichter setzen? Ich verspreche, ihr werdet die Sicht mögen. Also gut, schalte die Scheinwerfer ein. Da hat's Elektro. Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Ja, eine Dame in Not kann man die Hilfe nicht verwehren. Und wir haben den Saxophonisten ausfindig gemacht. Dann ist wahrscheinlich, richtet die Scheinwerfer auf die Band aus. Da drüben. Was kriegen wir hier zu hören? Den Schlagzeuger. Hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Repariere den Scheinwerfer. Den da oben. Müsste also irgendwie da raufkommen. Kann man vielleicht hier durch die Band. Mit der Band. Ja, das schaut doch gut aus. Jawohl. Wunderbar. Das obere Stockwerk. Ist das unsere? Ah, diese Kameraeinstellung ist nicht optimal, muss ich sagen. So. Einen neuen Hinweis. Der vierte, wir haben alle gefunden bisher, so wie es scheint. Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Jugendamt St. Clair, 9 Center Street. Sehr geehrte Miss Malenkaya, dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichtigen für Ihre Tochter Dorothy Malenkaya, ist ja egal, nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht gefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn Sie es weiterhin versäumen sollten, Ihre Aufsichtspflicht für Ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, Sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis Sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu Ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn Sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Janssen, Sozialarbeiterin. Ja, kaum haben die Kinder ein bisschen eine lebhafte Fantasie, wird gleich auf ihre Geistesgegenwart abgezielt. Ich denke, da sollte man ein bisschen kulanter sein bei Kindern. Das wird dann schon noch, denke ich mal. Hoffen wir. So. Dann reparieren wir mal hier den Scheinwerfer. Richte den Scheinwerfer auf die Band aus. Scheinwerfer natürlich.
So. Und wir hören uns ein bisschen Musik an. Charlie, would you?